Willkommen in der vielleicht kleinsten YouTube-Werkstatt hier in meinem Wohnzimmer. Ich arbeite an meinem Esstisch. Das hier ist die Kiste mit Handwerkszeugen, die ich brauche. Ein Plan ist natürlich auch nicht verkehrt. Dann habe ich hier unsere Hobellade, die findet ihr unten im Shop. Könnt euch natürlich auch Alternativen bauen. Ich habe hier noch ein Lochraster, das hilft mir dabei, die Werkstücke noch festzuspannen. Und dann gibt es natürlich noch etwas, was wir bauen wollen. In diesem Fall ist es ein kleiner Nachttisch. Der ist jetzt hier auch schon teilweise fertig, beziehungsweise ganz. Im ersten Teil habt ihr gesehen, wie das Untergestell gefertigt wird. Im zweiten Teil, also im heutigen, zeige ich euch unter anderem, wie dieser Schwenkauszug hier aufgebaut wird und was es noch braucht, um diese kleine Einlage herzustellen. Also was gibt es für Möglichkeiten zu nuten und wie wird dieser Falz hergestellt, diese Verbindung. Ja, ich würde sagen, genug gequatscht, lasst uns loslegen. Ich quatsche nämlich eh noch genug im Video. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und zwar möchte ich jetzt hier die Seitenteile von unserem Schubkasten nuten, beziehungsweise es wird ja geschwenkt, also von unserem Schwenkkasten nuten. Das habe ich letztes Mal mit dem Nuthobel gemacht und dann kamen natürlich auch schon Kommentare, die gesagt haben, naja, man kann das ja auch mit dem Grundhobel machen. Heiko Rech hat da auch mal ein Video zugemacht und meine Antwort auf die Kommentare war dann eher so, oh, naja, so richtig praktikabel finde ich das nicht. Aber weil ich natürlich verschiedene Möglichkeiten zeigen will, nicht jeder hat einen Nuthobel, machen wir es jetzt gleich nochmal mit dem Grundhobel und wir machen es auch mit Säge und Stecheisen. Das dürften wahrscheinlich noch die meisten von euch zu Hause haben. In diesem Sinne, los geht's. Ihr seht jetzt hier diese Markierung in meinem Winkel und das ist so ein Standardmaß, was ich mir mal angezeichnet habe für Nuten mit Handwerkzeugen. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal Außenkante einen gleichmäßigen Abstand und kann jetzt hier mit der ersten Position dann die erste Markierung machen und habe dann auch, wenn ich in die zweite Markierung gehe, ne, man kann das Schneidrad hier so ein bisschen einrasten lassen, arretiere das und habe dann hier immer einen gleichmäßigen Abstand bzw. eine gleichmäßige Breite von der Nut. Wir beginnen mit dem Grundhobel und da werde ich jetzt hier als allererstes mal diesen Anschlag anschrauben. Jetzt habe ich hier einen fest definierten Abstand von der Außenkante zu der Nut und die entspricht natürlich auch dem, was ich vorher mit dem Streichmaß schon angerissen habe, damit die Fasern nicht ganz so schnell ausreißen. Ja, und jetzt kommt so ein bisschen meine Kritik. Ich muss jetzt also hier nach jedem Durchgang ein bisschen hier das Eisen nach unten stellen. Aber gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Erste Runde, ja, vielleicht ein bisschen viel, gebe ich zu. Jetzt sanfte Schläge nach unten. Wieder ein bisschen lösen. Wieder festziehen. Ihr seht jetzt hier eine etwas modifizierte Dozuki, findet ihr übrigens auch bei uns im Shop. Allerdings ohne hier links und rechts die Klemmung und natürlich auch die Zwinge. Das ist eine Magnesiumzwinge von Bessey, die ist sehr, sehr leicht und jetzt gerade für diese Arbeiten hier auch dadurch zu empfehlen. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur hier einmal am Riss unten ansetzen, führe mir das hier oben noch so ein bisschen. Auch noch mal vorne. Ihr seht, jetzt liegt hier das Holz auch auf, das heißt, ich kann nicht tiefer sägen und versetze jetzt die Säge eben einmal nach rechts, um den nächsten Schnitt zu machen.
kurzen Seiten bekommen den Falz. Bedeutet, ich lege mir jetzt hier einmal den Winkel an, lasse den hier gegen die längere Seite stoßen und ich fühle jetzt hier, dass da so ein ganz fitzelchen Hauch Überstand ist. Den kann man dann hinterher auch noch mal ein bisschen abhobeln. Im letzten Schritt werden jetzt hier die Bauteile noch mal ein bisschen schmaler gehobelt. Das habe ich vorher nicht gemacht, damit ich einfach ein bisschen mehr Auflage hatte zum Klemmen, zum Auflegen. Und ja, jetzt einfach hier weghobeln. Ja, das war's. Weiter geht nicht. Wie kann es also sein, dass ich hier nicht, wenn ich jetzt hier den Hobel vorbeiführe, Material an meiner Stoßlade, an meiner Hobellade abnehme? Ja, und die Erklärung ist eigentlich simpel. Ihr seht, hier unten habe ich ja noch Auflage. Da ist also kein Messer und dementsprechend kann ich auch hier nicht weiter hobeln. Ja, hier hat sich also so ein ganz kleiner Falz gebildet. Das Messer steht hier vielleicht ja so ein Zehntel auch nur über. Und in diesem kleinen Falz hobel ich jetzt hier. Hier unten kann ich kein Material abnehmen. Sofern ihr keinen Simshobel nehmt, der über die gesamte Breite das Eisen hat, könnt ihr hier nur das Werkstück weghobeln. Ja, das sieht doch gut aus. Ah, ihr dürft ihn natürlich auch von der anderen Seite sehen. Verbindungen an sich sind soweit sauber, passt alles soweit. Die werden hinterher natürlich auch nochmal verstärkt mit Dübeln. Genau wie wir es beim Zargengestell auch noch machen werden. Heutiger Leim ist auf Kartoffelbasis, also Maltodextrin, Stärke aus der Kartoffelnummer so ein bisschen weiterverarbeitet. Findet ihr unten auch ein Rezept, wenn ihr es nachmachen wollt. Den kann man so fertig kaufen, ist ein Bastelkleber, kann man sich also anschließend die Finger ablutschen. Und man kann natürlich auch, was richtig toll ist, auf dem Esstisch, wenn man mal Flecken hinterlassen hat oder halt eben auch in der Kleidung, das Ganze ganz easy rauswaschen. Gilt natürlich genauso für den Reisleim. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und was mich natürlich dabei auch nochmal so ein bisschen motiviert ist, dass wir hier ein Möbel bauen, was am Ende seiner Laufzeit ganz einfach zu recyceln ist. Das heißt, alle einzelnen Bestandteile, ne, die können einfach mit Wasser voneinander getrennt werden und was dann noch übrig bleibt, die Metallelemente, also die Messingschrauben, die im weiteren Einsatz noch kommen, die kann man natürlich auch ganz einfach wieder rausdrehen. Das ist so ein bisschen ne, die Motivation auch bei den zukünftigen Möbeln. Denn eigentlich habe ich mal so angefangen, ein Gesellenstück bestand nämlich aus 100% natürlichen Materialien. Ja. Gut, ab und zu, also jetzt lassen Sie sich streiten, was mit natürlichen Materialien gemeint ist. Ihr wisst schon, irgendwie, wie ich meine, ne? Wir müssen nicht immer alle hier fünfmal diskutieren. Ja, wenn ihr es anders machen wollt, dann macht es gerne anders. Jutti, dann sehen wir uns morgen. Der Leim braucht ein bisschen länger, damit er ausreichend stabil ist. Gute Nacht. Weiter geht's jetzt hier mit unseren gekröpften Auslegern für unseren Schwungkasten. Und ja, der wird jetzt hier erstmal ganz grob auf 45 Grad abgelenkt. Da müssen wir jetzt gar nicht so exakt genau sein. Also schadet natürlich nicht. Ich will euch damit immer nur sagen, gibt einfach Situationen, da kann man auch mal ein bisschen nachlässiger sein. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, wo man die volle Konzentration braucht. Und so teilt man sich dann auch einfach immer so ein bisschen ja, seine Konzentration ein. Ja, hier säge ich jetzt ungefähr bis zur Hälfte. Und hier säge ich einmal komplett. Und damit ich es noch ein bisschen einfacher habe, gleich beim Stemmen, säge ich auch hier schon mal ein bisschen vor.
Und jetzt können wir auch hier wieder leimen. Vöglein sind auch schon wach, wie ihr vielleicht im Hintergrund hört. Jetzt sorge ich dafür, dass auch hier so ein ganz leichter Überstand besteht. Den können wir nämlich hinterher dann noch bündig abhobeln. So, Zwinge dran und warten. Das Bauteil kann trocknen. Ich habe hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet, wie das sich in der guten Küche auch gehört. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne, Dominik, es gibt doch auch hier 45 Grad Winkellade. Die können wir doch ganz einfach einstellen und dann hätten wir auch ein direkt perfektes Ergebnis gehabt. Bislang habe ich alles nur mit der Säge gemacht und da würde ich an dieser Stelle sagen, macht nicht ganz so viel Sinn, denn wenn wir die Verbindung ein bisschen überstehen lassen, dann können wir hinterher auch alles ganz einfach wegputzen. Das heißt, ich lege das jetzt hier einmal an. Das sind nur ein paar Züge. Und dann haben wir ein perfektes Ergebnis. So soll es aussehen. Ich habe jetzt hier gerade noch so ein bisschen die Enden verrundet. Das mache ich bei den restlichen Bauteilen jetzt hier auch noch. Und dann müssen wir einmal pingelig genau sein und den exakten Abstand hier, was die Bohrung angeht, uns nochmal ansehen, anzeichnen. Ja, und dann kommen wir auch langsam hier ans Ende des Projekts. Gott sei Dank, denkt euch, oder? Mal ist ja Ostern. Ich muss sagen, dieser kleine Bohrer, also dieser Griff hier, gefällt mir richtig gut. Günstig und vor allem kompakt, darum habe ich mir gekauft, damit er hier in die Werkzeugkiste reinpasst. Aber auch das Handling an sich, das ist wie so ein Gewindeschneider, Gewindebohrer funktioniert. Dadurch habe ich halt eben auch die Möglichkeit, nochmal so ein bisschen genauer das Ganze anzusetzen. Das fällt mir halt eben hier mit der Kurbel oder halt eben mit der Leier doch oftmals ein bisschen schwerer. Und ich habe halt eben auch einen schönen Hebel. Das heißt, ich habe ja auch die größeren Bohrer, 30 mm Durchmesser. Wenn wir im Sommer mal eine Sitzbank bauen, dann wird das auf jeden Fall, glaube ich, mein favorisierter Bohrgriff. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz eben zum Schubkasten. Da will ich euch nochmal eine Sache zu erklären. Und zwar, wenn ihr jetzt hier von vorne drauf seht, dann ist hier ja links und rechts das Langholz unterbrochen durch das Stirnholz, ne? Dadurch, dass wir halt eben hier diesen Falz drin haben. Das ist jetzt für manche von euch vielleicht nicht ganz so hübsch. Man kann einfach aufgedoppelt werden. Das heißt, eine Blende davor. Und in meinem Falle mache ich das auf jeden Fall, denn ich möchte alles, was irgendwie angegrabbelt wird, alles, was oft benutzt wird, mit Hartholz versehen. Und ja, das ist einfach nicht so gut für geeignet. Ne? Das heißt, auch hier diese Bauteile, die sind natürlich, weil die ein bisschen mehr Belastung aufnehmen müssen. Und dabei filigraner sind aus Hartholz. Wenn ihr Laufleisten habt, macht ihr die auch bitte aus Hartholz. Also Weichholz hat irgendwo seine Grenzen und die müssen wir kennen. Und da kann halt eben diese, ja, auch wenn es jetzt viele von euch nicht so der letzte Schrei ist, die Buche hervorragende Dienste leisten. Wenn man sie hinterher nicht sieht, so wie in meinem Falle, dann ist das auch eine gute Sache. Da muss man sich noch nicht mal dafür großartig ärgern. Ja, und die zweite Sache ist jetzt natürlich auch nochmal, wie wirken jetzt hier die Kräfte? Warum habe ich die Verbindung so gewählt? Warum habe ich die nicht einfach durchlaufen lassen? Wir müssen ja überlegen, die Verbindung ist erst vollendet, wenn hier seitlich jetzt Nagel oder eben Dübel eingeschlagen wird. Und der verhindert jetzt, dass ich hier die Blende nach vorne abziehen kann. Ne? Die ist also jetzt hier an dieser Stelle dann gesichert und so ist die Verbindung dann eben auch gedacht. Und wenn wir das halt eben ja, in dieser Position machen würden, wenn ich jetzt hier von unten den Dübel einschlage, dann kann ich trotzdem nicht entgegen des Dübels, sondern mit dem Dübel ihn auch herausziehen. Gut, und dann ist euch vielleicht noch aufgefallen, hier hinten, das Hinterstück von meinem Schubkasten, das ist natürlich noch mal ein bisschen schmaler abgesetzt, damit ich auch von hinten dann
überhaupt den Boden einschieben kann. Ne? Das heißt, umlaufend Nuten, da werde ich immer so ein bisschen vorsichtig mit, wenn man eine Füllung nicht mehr rausnehmen kann oder einen Einlegeboden, dann ist das immer sehr, sehr schwierig. Ein Boden kann auch mal kaputt gehen, da kann was dran auslaufen, den kann man mal ersetzen wollen, weil der irgendwann durchhängt. Das gilt auch für Füllungen, wenn es eine Glasfüllung ist, die kann kaputt gehen. Also versucht euch da immer nochmal einen Plan B zu lassen. Ja, das Ganze wird jetzt hier verputzt. Nee, vorher, wisst ihr was, vorher schlage ich das jetzt alles mal so weit an und wir schauen, ob die Mechanik funktioniert. Das wäre nämlich eine tolle Sache, haben wir das Schwierigste schon hinter uns. So, noch ein bisschen eingestellt und jetzt könnt ihr sehen, dass es klappt. Ich habe hier hinten noch eine Feder eingezogen, hat einen ganz einfachen Grund. Ich möchte nämlich auch, wenn ich jetzt hier das Gewicht einlege, dass das nicht nach unten fällt. Hier habe ich jetzt also die Möglichkeit, mein Handy, meine Kopfhörer oder Luftballons im Schlafzimmer zu entnehmen. Und ihr seht es vielleicht auch, ich habe das hier noch mal ein bisschen angewinkelt, damit die Entnahme noch etwas einfacher ist. Ja, kann jetzt hier oben auch noch mal, ihr seht es, ganz primitiv gelöst, mit einer Bohrung, einem Dübel gesichert werden. Dann kann ich da auch noch meine 2,50 € drin verstecken. Ja, ganz cool, oder? Ich bin auf jeden Fall richtig happy. Jetzt kommen wir noch zum Unterboden. Der besteht aus 2x3 mm Finnpappe. Können wir jetzt hier einschieben. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, ich finde es immer ganz praktisch, wenn man dann auch noch mal eine Füllung, einen Boden nachträglich entfernen kann. Und darum wird das jetzt hier verschraubt. In der letzten Folge hatte ich bereits diese Nut hier gehobelt und hier ist jetzt der passende Nutklotz. Könnt ihr jetzt hier sehen, der passt also, weil er abgefälzt wurde, hier in diese Nut hinein. Und ich schraube den einmal ganz kurz fest, dann kann man es ein bisschen besser erkennen, wie das Prinzip dann funktioniert. Und jetzt könnt ihr hier sehen, das Ganze ist jetzt hier schön geklemmt. Wenn ich jetzt hier hinten das hochhebe, sieht man auch, ist stabil da drin. Aber wenn jetzt sich hier das Querholz noch mal ein bisschen ausdehnen sollte, also quillt oder zusammenzieht, dann kann sich das hier drin trotzdem bewegen. Ja, das ist die Idee dahinter. Die große Überraschung, dass das Möbelstück jetzt final noch mit Ölfarbe blau gestrichen wird, die habe ich am Anfang des Videos ja schon vorweggenommen. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, in welche Richtung wollt ihr das haben? Soll es am Anfang fertig gezeigt werden, das Möbelstück, oder wollt ihr am Ende die Überraschung? Damit ihr keine Überraschung erlebt, wenn wir mit Messingschrauben arbeiten, bitte großzügig vorbohren, nicht so viel Kraft aufwenden wie bei Stahlschrauben und im besten Fall das Gewinde mit so ein bisschen Seife oder Wachs schmieren, denn dann haben wir weniger Reibung und die Gefahr, dass die Schraube abbricht, ist geringer, denn das ist wirklich ein großes Problem bei Messingschrauben. Die Messingnägel, die oder Messingdrahtstifte, die fixieren jetzt hier nochmal zusätzlich die Schlitz- und Zapfenverbindung und sind wie gesagt auch einfach ein sehr schöner Kontrast. Und das bei einem Möbel, was ansonsten sehr, sehr schlicht ist. Ja, viele von euch finden das wahrscheinlich zu unspektakulär. Für mich ist es eben ein Möbelstück wie viele weitere, die sich halt eben in unserem Haushalt einfinden, die kein Eyecatcher sein sollen, an dem ich mich nicht satt sehen möchte, sondern wo ich vielleicht auch noch mal in 10 oder 20 Jahren sage, ach ja, das habe ich mal gebaut, das erfüllt seinen Zweck und das fügt sich halt eben ganz unspektakulär funktional ein, ohne, wie ich finde, dabei unansehnlich zu sein. Und vielleicht mit so ein paar kleinen Details, wie eben mit den Nägeln oder halt auch hier diesem Auszug, ja, doch mal glänzen zu können. Der Auszug, da müssen wir nicht drüber reden, der ist total unpraktisch, der macht viel zu viel Arbeit, der kann auch weniger als ein Teilauszug oder Vollauszug. Ich wollte es einfach mal ausprobiert haben und es hat mir Spaß gemacht. Ja. Und mit Spaß haben und auf kleinem Raum etwas anzufangen, das ist etwas, was hier für mich natürlich auch eine neue Erfahrung ist, wo ich aber gemerkt habe in den Kommentaren, für viele von euch nicht. Und
Ich habe damit nicht gerechnet, dass es so eine Resonanz gibt und ich fand das wirklich überwältigend. Ich finde es klasse, weil ihr irgendwie ein Hobby gefunden habt, wo ihr sagt, ja, das möchte ich gerne ausüben. Die Möglichkeiten sind begrenzt. Ihr habt euch nicht abschrecken lassen von irgendwelchen großen Schreinereien oder YouTube-Werkstätten, sondern ihr habt gesagt, nein, es gibt Möglichkeiten, etwas, was man halt eben möchte, auch zu erleben. Und ja, das ist der Satz, mit dem ich das heutige Video beenden möchte. Macht was draus. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.